Christian, du hältst die Schuldenbremse gar nicht ein. Du arbeitest mit Schattenhaushalten. Das ist exakt dasselbe wie Schulden. Du willst nur das Wort Schulden nicht sagen, aus Trotz oder Ideologie, keine Ahnung. Mittlerweile tust du so, als wäre die Schuldenbremse ein lebendiges Wesen, das du beschützen musst. Unsere Schuldenbremse ist intelligent. Sie nimmt die konjunkturelle Entwicklung wahr. Oh Gott, unsere Schuldenbremse ist intelligent geworden. Wir müssen sie töten, bevor sie Eier legt. Die Transformation der deutschen Wirtschaft geht nicht ohne große Investitionen. Und wenn du das als Finanzminister nicht kapierst, dann müsstest du mal ein ehrliches Personalgespräch mit dir selber führen und dir sagen: Dein Arbeitsplatz fällt weg, geh nach Hause, wir brauchen dich nicht mehr.